Gude und herzlich willkommen zurück hier in Two Point Hospital in der Gesundheitsabteilung vom Büro Nummer 16. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs und versuchen die Farbtherapie zu bekommen, damit es ein Sternekrankenhaus wird, damit wir weiterziehen können. Das nächste Krankenhaus eröffnen. Also, wir Ziel ist heute hier, wie heißt sie? Die Dr. Charlie Eastgate in Farbtherapie auszubilden. Müssen wir gleich nochmal auf den Lehrgang schicken. Ich glaube, jetzt haben wir hier nur Behandlungsverbesserung gemacht. Und dann Farbtherapie. Mal gucken, ob wir das die Woche schaffen. Also, die Woche ist es auch wieder so, dass wir reingehen in LS22. Wird auch wieder kommen. So, jetzt, was passiert jetzt? Ha! Wir haben das Ein-Sterne-Krankenhaus. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Sehr gut. Jo. Wir können jetzt nach Flemington gehen. Wir haben den Deluxe-Entleuchter 3 und eine Enzyklopädie-Bücherregal 1 freigeschalten. Perfekt. Und dann würde ich sagen, unverhofft kommt oft, oder wollen wir das machen hier? Dann machen wir Folgendes. Wo ist denn die Farbtherapie? Das ist doch hier gar nicht am Schlüssel. Aha. Jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was wir machen. Achso, wir mussten ja auch hier noch was kaufen, oder? Ja, hier. Was brauchen wir denn? Ein Krankenpfleger. Dann haben wir den schon zwischendrin einfach geheilt. Was habe ich den Arzt ausgebildet? Uiuiuiui, Leute, ich bin bisschen durch. Ich habe sehr viel gearbeitet die Woche. So, was kommt jetzt hier? Die will bestimmt... Der Jule Süßstoff will Krankenpfleger werden. Oder ist es? Naja, dann... Wir befördern den hier. Dann würde ich gerne noch mal einen von der Farbtherapie sehen. Haben wir noch einen am Schlüssel hier? Patienten... Hier, dann bleiben wir mal hier am Start, beobachten hier den Leroy Muffin. Plus 3% Zufriedenheit, na das ist natürlich astrein. Was haben wir hier, Beförderung? Ja. Bleiben unserem Credo treu. Wo gehst du jetzt hin? In die Psychiatrie. Ist doch völlig falsch. Verstehe ich nicht. Musst du nicht. Kann man den nicht aufheben? Nee. Schicken wir ihn zur Behandlung. Was hat er hier? Und wer muss dann in die Farbtherapie? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ah, hier. Jetzt. Jawohl. Rein da. Ja, da habe ich aus Versehen die Aufnahme beendet. Bei dem Versuch, einen Screenshot zu machen. Man kennt's. Nach jedem Toilettengang stellen Sie sich hinten an. Okay, war ein bisschen wild jetzt alles. Und sieht ja mal richtig witzig aus. Okay, plus 10.000. I like it. Bist du jetzt zufrieden? Leroy, are you okay? I don't get it.
Alright. In der Farbtherapie wird ein Krankenpfleger benötigt. Wir haben zu viele Hausmeister, glaube ich nicht. Die haben nur zu wenig zu tun. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal. Ach, was soll ich über Flemington sagen? Mit seinen wundervollen Wintergärten, seinen prächtigen Herrenhäusern und seinen Herzögen, Baronen und Grafen. Nun, dass ich mir wünschen würde, das nötige Kleingeld zu haben, um dort zu leben. Aber ich schätze, es wird stattdessen auf einen Besuch hinauslaufen. Einen sehr kurzen und sehr teuren Besuch. Okay. Geschätzter Krankenhausleiter, Ihre Organisation wirkt höchst vielversprechend und wurde deshalb in die Supervirus-Initiative von BungleTech aufgenommen. Das Ziel der Supervirus-Initiative ist es, die klügsten Köpfe des Countys zusammenzubringen, um unsere schwierigsten medizinischen Probleme gemeinsam zu lösen. Seitdem hat sich die Supervirus-Initiative zur führenden Schnittstelle für alle Formen der Forschung und Technologie entwickelt. Sie haben jetzt Zugriff auf das Supervirus-Netzwerk. Wenn Sie bereit sind, können Sie sich gleich in die wunderbare Welt der Gemeinschaftsforschung stürzen. Alright. Noch ein Brief? Was ist denn hier los? Achso, ich war letztens unterwegs zu einem Krankenhaus und dachte mir, hier sind eindeutig zu wenig Tiere. Aber welche Viecher passen wohl in medizinische Einrichtungen und leisten unseren Patienten und dem Personal gut Gesellschaft? Yaks, Emus, Schnabeltiere? Mir wurde schnell klar, dass ich die Entscheidung nicht alleine treffen konnte. Ich möchte also herausfinden, welche Tiere sich am besten eignen. Besonders wichtig ist dabei, dass sie das Verhältnis lebend zu tot in jedem Krankenhaus insgesamt verbessern. Die Supervirus-Initiative hat ein globales Projekt gestartet. Nutzen Sie das Supervirus-Netzwerk, um sofort zum Projekt beizutragen und Belohnung einzusammeln. Wild? Bevor wir nach Flemington gehen, was ja nach einer Fancy-Dancy-Area hört, auch besser bekannt als Bonzenviertel, gehen wir nochmal nach Tumble rein. Und halten, guck mal hier nach der Stellung. Ne, dadurch, dass ich ja jetzt gefettfingert habe, weiß ich gar nicht, wie lang die Folge wird. Deswegen gucken wir jetzt nochmal rein, bevor wir dann in der nächsten Folge in Flemington durchstarten. Da, wo man Trümmerbrüche erleidet. Also, ich muss euch sagen, unsere Dekorationsskills werden immer besser. Mir gefällt Tumble bis jetzt am besten. Oh, dieser Bart. Ui, Jock Giselle. Das Sam Chutney, stimmt, da war ja was. So, jetzt gucken wir hier. Unsere LEDs sind auch überall gut. So, was haben wir hier? Personalherausforderung, Nachhutschwester. Ein 4 Sterne. Haben wir nicht schon 4 Sterne Zirkustherapie? Was haben wir hier? Ne, Deprimator. Ist doch schon passiert. Ja, ist doch passiert, oder? Also, wir können gerne nochmal hier Objekte. Wir hängen hier nochmal. Einfach nur, damit das Spiel rafft. So. Hängen wir einfach mal hier und hier noch drüber. Perfekt. Ist doch schon passiert. Also. Oder war die jetzt abgeschlossen? Das klingt nach Katsching. Patienten müssen im Krankenhaus jederzeit. Oh, wir haben 57.000k Profit gemacht. I like it. Was ist hier eigentlich? Also, wir brauchen hier einen Assistent. Aha. Ja, dann rein da. Assistent. Nehmen wir den Alfred oder Alfred. Okay, wir können den. Wo gehst du hin? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser.
Wollte er tatsächlich jetzt weggehen oder was? Warte hier und arbeite. Der wollte direkt Pause machen. Müsste man direkt wieder entlassen. Okay, Notfall. Topfschmerzen. 7 Patienten müssen wir machen. Das kriegen wir doch hin, oder? Nach dem letzten Heilungsstreak. Rein da. Wir sind vorbereitet. Hoffe ich. Topfschmerzen gehen hier. Genau. Was? Oh, der braucht eigentlich gleich... Wo ist unser Chefarzt? Muss eigentlich gleich Pause machen. Hier sind 4 Hausmeister. 5 Hausmeister. Was ist hier los? 5 Hausmeister am Start. Wie habe ich... Ah, krass. Hä? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Direkt hier wieder am Schlüssel. Hat es funktioniert, oder? Ja, Tatsache. Darf ich vorstellen, Sean Cocktail. Mir ist nicht so ganz klar, was ich hier ankündige oder worum es geht. Aber ich finde es trotzdem... Der muss Pause machen. Wir brauchen einen neuen Arzt. Aufregen. Personal. Der Robert. Wo ist denn hier mein... Achso, Arzt. Wo ist mein Chefarzt? Kann der... Kann sie das? Was ist hier? Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fitch Blankets, neuester Nachrichtenüberblick aus dem County, wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hat sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Das ist natürlich sehr beruhigend. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen das Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein soll, statt nur neutral. Was sind die Handlungsempfehlungen? Wo ist meine PR-Abteilung? Hallo? Chief of Public Relations, bitte einmal in mein Büro, aber ZZ darf auch schnell gehen. Muss ich erst wieder Leute entlassen? Hier, ja, da rennt er, der Vincent Ruffel. Dem ist kalt, dann komm rein, dann ist dir nicht mehr kalt. Alright, der ist gebrochen? Einfach gebrochen. Verstehe ich nicht, warum. Der Entleuchter. Aber haben wir denn so viele Entleuchtergeschichten? Nee, ne? Ah, hier kommt eine Nachricht, die Beförderung. Was ist denn jetzt los? Die Janet Held. Nachwuchsschwester zur Krankenpflege. Okay. Ganz schön viel mehr Gehalt, ne? Naja, okay. Also, ich denke, wir können jetzt hier die Übergabe machen. Wir haben einen super Job gemacht. Wir übergeben das jetzt in unsere Konzernstruktur vom Büro Nummer 16 und starten dann in der nächsten Folge einfach durch in Flemington. Und ich habe da so die Befürchtung, dass das Klientel nicht so easy zu handeln sein wird, wie die Freizeit-Junkies hier in Tampa. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Und dann kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss!